auch prominente Kulturschaffende, denen wird auch gerne die Rolle des Vorbildes attestiert, womit wir zur Aktion Alles auf den Tisch kommen. Ihre prominenten Köpfe plädieren dafür, die Pandemie nicht nur als gesundheitliches, sondern als gesamtgesellschaftliches Problem zu betrachten und sorgen in Deutschland seit Wochen mit ihrer Kritik an den Corona-Maßnahmen für Schlagzeilen. Hanna Friedrich. In dieser Rolle begeistert er sein Publikum. Volker Bruch als Kriminalkommissar in der Erfolgsserie Babylon Berlin. Seither ein Star unter den jungen deutschen Schauspielern. Verräter der Arbeiterklasse, verpack dich! Doch seit Ausbruch der Pandemie hat er sich auf das Parkett der Debatte um Corona, die Pandemie und deren Bekämpfung begeben. Ja, hallo, mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler und das hier ist Alles auf den Tisch. Vor wenigen Wochen hat er die Kampagne Hashtag Alles auf den Tisch zusammen mit der Regisseurin Jana Paraskiva initiiert. Ein Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft. Damit werben sie. Doch YouTube sperrte einige der Videos wegen Verbreitung von Desinformationen über das Virus. Zensur ist ein Riesenthema und das ist auch ein Thema, worauf wir zum Glück jetzt aufmerksam machen können durch die Zensur, die uns passiert ist. YouTube brüstet sich selber damit, 130.000 impfkritische Videos gelöscht zu haben. Also wenn es so eine Bandbreite gibt an Kritik, dann muss man sich vielleicht fragen, ob diese Kritik nicht auch gerechtfertigt ist, beziehungsweise ob man über diese Kritik nicht sprechen müsste. Diese Videos wurden zu Unrecht gelöscht und YouTube hat sich bis heute ja auch nicht dazu geäußert. Und auf welcher Basis werden diese Entscheidungen getroffen? Unter den befragten Experten befinden sich auch solche, die die Wirksamkeit der Impfung in Frage stellen, wie hier der prominente Neurobiologe Gerald Hüther. Und deshalb nützt Ihnen die Impfung auch nichts. Also Sie können sich eigentlich nur mit der Impfung davor schützen, dass Sie auf der Intensivstation landen. Bekannte Querdenkerthesen verbreitet ein Jurist. Könnten Sie das nochmal erläutern? Die Impfung ist keine Impfung, sondern ein experimentelles Gentherapeutikum. Beide Videos wurden von YouTube gelöscht. Es gäbe keinen Pluralismus der Meinungen, wird in den Videos querbeet behauptet. Missbehagen äußert wieder auch Schauspieler Jan-Josef Liefers, auch noch nach seinem medienwirksamen Besuch einer Corona-Intensivstation. Darunter gibt es auch philosophische Stimmen. So leistet Markus Gabriel philosophischen Beistand und mahnt einen offeneren Diskurs an. Grundsätzlich ist es so, dass Kanäle, sagen wir mal wie YouTube oder andere soziale Medien, sicher nicht in der moralischen Hoheitsposition sind, zu erklären, was Desinformation oder Information ist. Weil gerade die sozialen Netzwerke, und dazu gehört YouTube, ist auch ein soziales Netzwerk einer bestimmten Form, eben selber massiv Desinformation betreiben. Man muss sich nur mal UFO-Videos anschauen. Also eine Plattform, die so viel Desinformation über die Wirklichkeit zulässt und verbreitet wie YouTube, die dann aber diese Art von Videos, die ich nicht als Irrsinn wahrgenommen habe, zensiert, da sehe ich also ein großes Missverhältnis. Entscheidet YouTube, wer mitredet? Man müsse den Diskurs erweitern, dürfe dabei aber keine Fakten preisgeben, sagt Markus Gabriel, Professor für Erkenntnistheorie. Demokratie ist Diskurs. Doch setzte die Pandemie diesen Wettbewerb der Meinungen tatsächlich außer Kraft? Diese Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Ja? Da bin ich dann tatsächlich jemand, der auch glaubt, dass das in den letzten 19 Monaten nicht sehr geglückt ist, weil eben immer zu sehr die Stimmen um Hoheit gerungen haben. Ja? Die eine oder andere Partei der Virologen gegen die eine oder andere Partei. Und es wurde eben zu wenig auch nach kreativen Lösungen gemeinsam mit dem Kulturbetrieb gesucht. Es ist schon die zweite Internetkampagne, die den Kurs der Pandemiebekämpfung kritisiert. Im Frühjahr versuchte sich die Aktion Hashtag alles dichtmachen an Protest mit den Mitteln der Ironie und sorgte für Unverständnis in großen Teilen der Öffentlichkeit. Informationen würden von den Medien unter den Tisch gekehrt, meint Volker Bruch. Er fühlt sich abgehängt. Die Diskussionen, die zu diesem Ergebnis führen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich möchte aber als mündiger Bürger, für den ich mich halte, möchte ich teilnehmen und möchte ich verstehen, warum es zu gewissen Entscheidungen kommt. Ich habe das Gefühl, es wird zu wenig zugehört. Ja. Und zwar wird immer nur den gleichen Personen zugehört, die dann verantwortlich sind für politische Entscheidungen. Die Entscheidungen werden überhaupt nicht transparent gemacht. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, warum auf einmal alle Schüler Masken tragen müssen. Das wird auch nicht kommuniziert. Es ist auch nicht evidenzbasiert im Sinne von, dass das völlig klar ist, dass das so sein muss. Das ist überhaupt nicht so. Doch gibt es solche klaren Evidenzen in einer Pandemie, in der Wissen immer nur vorläufig sein kann? Gefährliche Unwahrheiten würde diese Aktion verbreiten, kritisiert der Journalist Nils Minkmar. Kein anderes Thema sei intensiver rauf und runter diskutiert worden als Corona.
entweder man hat sehr gute Fakten, dann muss man die auf den Tisch tatsächlich bringen. Aber die habe ich bei dieser Aktion nicht gesehen, sondern es geht nur darum, einfach so ein diffuses Gefühl der Unsicherheit zu schüren. So ein Gefühl, niemand weiß, was genau ist und die ganze Wahrheit erfahren wir eh nicht, sodass Leute verunsichert werden. Wir hören ja jetzt schon von Ärzten, dass sich die Leute nicht impfen lassen, weil sie sagen, ich blicke gar nicht mehr durch. Scheint ja alles umstritten. Dabei ist nicht so klar wie der Segen dieser Impfung. Und ich finde es gerade von privilegierten Menschen, die Zugang haben zu Bildung, zu Texten, zu diesen ganzen Ressourcen, finde ich das fahrlässig bis kriminell, da einen solchen Zweifel zu sehen.